Ihr alle wisst, welchen Stellenwert Zaunfahnen für Ultragruppierungen haben. Bannerklaus sind daher immer eine gängige Methode, wenn es darum geht, verfeindeten Fanszenen einen Streich zu spielen. Um diese Zaunfahnen dann im Anschluss zu präsentieren, suchen sich die Fanszenen meist direkte Duelle raus, um die Rivalen live vor Ort zu demütigen. Heute besprechen wir den wohl brutalsten und zugleich umstrittensten Vorfall, den es jemals im Zusammenhang mit Zaunfahnen gegeben hat. Dafür reisen wir zurück ins Jahr 2015, als es zum ersten offiziellen Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt seit 32 Jahren kam. Zuvor hatte es bloß Aufeinandertreffen der Amateurmannschaften gegeben, welche es trotzdem in sich hatten. Denn 5 Jahre zuvor präsentierten die Frankfurter während einer faszinierenden Pyroshow die Zaunfahne der Ultras Darmstadt und lösten damit die gesamte Gruppierung auf. Dies sollte jedoch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das sein, was sich beim nächsten Aufeinandertreffen beider Parteien abspielen sollte. Bereits wenige Wochen vor der Partie kam es zu ersten Sticheleien seitens der Frankfurter, welche mit einem kontroversen Plakat auf sich aufmerksam machten. Auf den Plakaten war ein stämmiger Mann mit Eintrachtadler zu sehen, der eine Axt in seiner Hand hält und einen weiblichen Darmstadt-Fan wirkt. In roter Schrift wurde dazu aufgerufen, Darmstadt zu vernichten und alle Lilienschweine zu jagen. Tatsächlich wurden selbst die Behörden darauf aufmerksam und ermittelten aufgrund öffentlicher Aufforderungen zu Straftaten, da die Plakate im Frankfurter Stadtgebiet auftauchten. Doch am Spieltag selbst gab es vor der Partie, zur Überraschung aller, keine Ausschreitungen, denn die Beamten hatten dieses Duell logischerweise als Hochrisikopartie eingestuft und daher die verfeindeten Fanlager während dem Marsch zum Stadion voneinander abgeschirmt. Doch spätestens kurz vor Anpfiff kam es endlich zur erwarteten Derby-Stimmung, als in der Nordwestkurve eine beeindruckende Choreo zu sehen war, unter dem Motto »Hessenland, mein Königreich« und die Darmstädter auf der anderen Seite eine sehenswerte Blinkerei in den Vereinsfarben fabrizierten. Doch der Höhepunkt an diesem Abend ließ nicht lange auf sich warten, denn nachdem die Frankfurter den Darmstädtern spielerisch überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen hatten und die Adlerträger kurz vor Schluss mit 1:0 zurücklagen, war die Stimmung in der Nordwestkurve logischerweise angespannt. Als nun plötzlich Dutzende blau-weiße Fanmaterialien auf einer Art Wäscheleine aufgehängt wurden, konnte man bereits erahnen, was gleich passieren würde. Die ersten Zaunfahnen gingen lichterloh in Flammen auf und ein tiefes Raunen verbreitete sich durch das Stadion. Mehr als 3 Minuten brannten diese Zaunfahnen vor sich hin und sorgten bei den Darmstädtern für dunkle Erinnerungen, da ihnen diese vor einigen Jahren unrühmlich bei einem Einbruch am Böllenfalltor entwendet wurden. Auch bei der Aufstiegsfeier im Vorjahr sind den Darmstädtern weitere Zaunfahnen abhanden gekommen, als sich Anhänger der Eintracht die Siegesfreude der Darmstädter Fans zunutze machten. Doch das Banner, welches am meisten für Gesprächsstoff sorgte, war das Banner mit dem Schriftzug Die Burg, welches ebenso in Flammen aufging. Gestohlen wurde diese Fahne, die über Jahrzehnte das Bild der Heimspiele am Böllenfalltor prägte, bei einem brutalen Überfall auf den Bannerträger vor dessen Wohnung in Dieburg, was im Nachhinein natürlich für Kontroverse sorgte. Nach Spielende war es den Frankfurtern scheinbar immer noch nicht genug, für Aufstand zu sorgen, denn als die Mannschaft zur Verabschiedung auf die Nordwestkurve marschierte, entschlossen sich einige Fans dazu, ein ernstes Gespräch mit den Spielern führen zu wollen. Außerdem gab es einige, die probierten, den direkten Weg Richtung Darmstadt-Block zu suchen, allerdings von einer heraneilenden Polizeistaffel daran gehindert wurden. Im Nachhinein wurden diese Ausschreitungen natürlich heiß diskutiert. Trainer Armin Fee brachte zur Überraschung aller Medien sogar Verständnis für die Fanreaktionen auf. Zitat: Man kann das auch teilweise nachvollziehen, wenn man weiß, mit was für einer Leidenschaft die Jungs dabei sind. Die haben das Eintrachtblut im Herzen. Die DFL hingegen sah das nicht so und belegte den Verein mit einer damaligen Rekordsumme in Höhe von 75.000 Euro. Was sagt ihr zu der Thematik? Gehören solche Aktionen noch zum Fußball dazu oder eher nicht? Vergesst natürlich auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, um keine weiteren Videos zu verpassen. Außerdem sind wir nun auf Instagram aktiv. Schaut also auch dort gerne vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video.